So, herzlich willkommen zu diesen Impulsen hier. Wir steigen gleich in dieses tolle Ding hier ein. Sieht doch wunderbar aus, oder? Wir gleich mal schauen, ob das noch fährt. Es weckt ja so nostalgische Gefühle, oder? So ein Oldtimer-Wirtschaftswunder, bisschen aus der Zeit gefallen. Früher war das ein Zeichen von Wohlstand und von Freiheit, dass man nach Italien gefahren, die Hippies sogar bis nach Afghanistan. Heute wirkt das Ganze ein bisschen veraltet. Und ehrlich gesagt ist es nicht mit dem Glauben genauso oder mit Weihnachten. Es weckt auch so ein bisschen nostalgische Gefühle, aber gleichzeitig kann man sagen, vielleicht fürs Museum eher geeignet wie das Ding, wo man sich denkt, irgendwann wird es verschrottet, weil energetisch hochwertig ist das ja auch nicht mehr. Ich lade euch ein, in diesen Impulsen mal einzusteigen und dieses alte Thema Weihnachten vielleicht auf eine ganz neue Weise zu erleben, auch sich dem Thema Glauben nochmal von einer neuen Seite her zu stellen. Da ist was Geheimnisvolles, da gibt es was zu entdecken. Vielleicht fährt diese alte Kiste sogar noch und bringt uns an Orte, wo wir gar nicht gedacht haben, wo wir hinkämen. Jetzt schauen wir einfach mal, ob wir hier ansteigen können und ich lade euch an, mitzukommen und Weihnachten gemeinsam neu zu erleben. So, jetzt sind wir hier eingestiegen. Ein bisschen wackelige Geschichte. Ich weiß nicht, was das für ein Gefühl ist, was das Gefühl für dich ist, wenn es jetzt irgendwie auf Weihnachten losgeht. Vielleicht bist du innerlich ein bisschen so ausgecheckt. Denkst du irgendwie, boah, Weihnachten, das war irgendwie früher, weiß ich nicht, in der Familie, da ist man noch zusammengesessen oder da hatte das vielleicht auch irgendwie ein bisschen was mit Glauben zu tun. Vielleicht bist du innerlich da aber schon lang ausgestiegen. Gibt's ja gute Gründe oder vielleicht irgendwann mal Kontakt verloren, dass du sagst, okay, früher, da bin ich irgendwie noch mitgefahren in der ganzen Schoße. Irgendwie war ich vielleicht auch mal an Weihnachten noch in der Kirche und jetzt bin ich innerlich schon lang ausgecheckt. Es gibt ja gute Gründe, warum Leute sagen, weiß ich nicht, mit Kirche, mit Glaube, da habe ich nichts zu tun und da nochmal einzusteigen in irgend so ein komisches altes Gefährt. Hey, warum sollte ich das? Ich finde es immer interessant, wenn ich mit Menschen spreche, die bewusst sagen, ich glaube nicht oder ich glaube nicht mehr. Ich ertappe mich immer dabei, dass wenn die erklären, warum sie nicht glauben, dann kann ich es voll gut verstehen. Denke ich mir, wow, okay. Wenn ich das erlebt hätte, dann wäre ich vielleicht auch ausgestiegen. Dann würde ich vielleicht auch nicht mehr glauben, weil es gibt ja auch Geschichten im Leben, die so unglaublich sind, die so, die einen echt verzweifeln lassen am Leben und am Guten, dass man sagt, okay, jetzt irgendwie auf Friede, Freude, Eierkuchen zu machen an Weihnachten, das passt jetzt auch nicht mehr. Vielleicht ist auch der ganze Kontakt zur Familie oder so schwierig. Das spielt ja auch oft eine Rolle. Oder einfach du merkst, du bekommst das vom Hirn her nicht zusammen. Was hat denn mein Leben mit meinem Job und einfach in allem, was ich lebe, was hat das denn zu tun mit Glauben? Ich meine, das ist ein bisschen wie Weihnachten. Das ist wie Weihnachtsmann, Rumpelstilzchen, keine Ahnung. Irgendwie überhaupt ohne Bezug nochmal zum Leben. Und vielleicht möchtest du heute mal nachdenken, oder ich finde die Frage interessant, was sind denn so meine Hindernisse, was sind meine Barrieren, die mich hindern zu glauben? Es kann sogar sein, dass du mal dich ertappst bei so einem Gedanken, es wäre eigentlich schön, wenn ich glauben könnte oder wieder glauben könnte. Das ist so eine Situation, wie du hörst an Heiligabend die Weihnachtsglocken läuten oder du siehst auch, die Leute gehen in die Kirche, manche noch oder so, und denkst dir, okay, irgendwie haben die auch wo ich mich schon lange verabschiedet habe, was mir fehlt. Und ganz ohne Zwang und ohne Druck, einfach nur für dich zum Nachspüren, was sind denn deine Barrieren, was sind deine Hindernisse zum Glauben? Vielleicht bist du einfach so angenervt von Kirche, dass du sagst, sorry, das ist so unglaubwürdig, oder du hast einfach so Negatives erlebt. Ich habe auch echt schon Negatives erlebt in der Kirche. Da muss man gar nicht so weit suchen. Oder du merkst einfach, es gibt Dinge, die in deinem Leben passiert sind, dass eine Beziehung gescheitert, vielleicht eine Ehe oder irgendwas, was so tief gegangen ist, dass du gemerkt hast, ich kann irgendwie nicht mehr glauben. Und ich glaube, allein wenn man sich das vor Augen hält, dass es Gründe gibt, warum ich vielleicht nicht mehr glauben kann, allein das hilft schon was. Weil wir sehen ja immer nur einen Teilausschnitt. Also ich sage jetzt mal ganz banal gesagt, sind wir gerade bei so einem Restaurant vorbeigefahren, wenn ich einmal beim Italiener war und habe Muscheln gegessen und dann habe ich mir den Magen verdorben, dann habe ich keinen Bock mehr auf den Italiener.
dann sage ich vielleicht, ich gehe nie wieder essen, ich tue mir das kein zweites Mal an. Aber wenn ich dann zurückspule und sage, okay, das war halt, weil ich das damals erlebt habe, dann kann ich dann auch zu einer neuen Offenheit kommen, entweder zu sagen, nee, Italiener schmeckt mir einfach nicht, ist nichts für mich, auch okay. Aber ich kann auch zum Punkt kommen zu sagen, ich gebe dem nochmal eine Chance, ich probiere das nochmal aus. Und ich persönlich glaube und habe das irgendwie in meinem Leben erfahren, dass Gott, überhaupt, dass der Glaube nochmal was anderes ist, zum einen als Kirche und was anderes als das, was ich schon davon weiß. Es gibt irgendwie was, eine Ahnung, dass da einfach mehr im Leben ist, als nur, weiß ich nicht, schlafen, fressen, Fernsehen, nichts gegen Fernsehen, aber und Fortpflanzung, keine Ahnung. Da ist irgendwas Tieferes. Und es geht ja jetzt hier um Weihnachten. Und das ist total interessant, dass diese alte Geschichte, ne, ihr wisst das, Hirten und Maria und Josef und Ochs und Esel und so. Und dann gibt es diesen Spruch, fürchtet euch nicht. Also die Engel sagen den Hirten jetzt nicht einfach, geht auf die Knie, ihr bösen Wichte, ihr Sünder. Sondern die erste Botschaft, die kommt, ist, fürchtet euch nicht. Da wartet was auf euch, da passiert was da in Bethlehem, da ist irgendwas total krasses, weil die sehen erstmal nur Sterne und solch. Und da ist, erstmal lass dich auf was Neues ein, hab erstmal keine Angst. Und ich glaube, das ist eine Botschaft, die wir wahnsinnig dringend brauchen. Auch egal, was du für Mist erlebt hast, egal, was deine negativen Vorerfahrungen, übrigens mit allen Lebensthemen sind, das trifft auf alle Lebensthemen zu, erstmal so denk, fürchte dich nicht. Es könnte sein, dass dich Ängste, dass dich negative Erfahrungen abhalten von der Entdeckung deines Lebens. Und ich möchte euch das jetzt mal für dieses Weihnachten, jetzt für diese Tage mitgeben, dieses kleine Ding, fürchte dich nicht. Wovor hast du Angst, wenn du dich neu einlassen würdest auf sowas wie Weihnachten oder auf so ein Glaubensthema einzusteigen in so einen VW-Bus, ein bisschen wackelig, man weiß nicht genau, wo es hinfährt, aber es könnte das Abenteuer deines Lebens auf dich warten. Fürchte dich nicht. Und ich möchte euch, ich möchte uns, ich möchte dir das heute zusprechen. Hey, wovor hast du eigentlich Angst? Was könntest du verlieren? Unsere Ängste, die lügen uns meistens an. Die sagen immer, ja, es wird wieder so, wie ich eh schon weiß und nie wird sich was ändern und so, bababababababa. Und es baut sich dann auf wie so eine Mauer hinter der wir gar nicht mehr sehen können. Und wie wäre es, wenn deine negativen Vorerfahrungen oder deine Gründe, nicht zu glauben, deine Enttäuschungen eher wie so ein Gefängnis wären, wo du sagst, hey, ich muss da nicht hängen bleiben. Fürchte dich nicht, dich nochmal auf was Neues einzulassen. Da wartet eine Botschaft auf dich, von der ich glaube, dass sie unfassbar bedeutungsvoll für dein Leben werden könnte. Und das möchte ich dir neu zusprechen. Fürchte dich nicht, weil was könntest du verlieren? Was könntest du verlieren? Wovor hast du Angst? Gott setzt dir nicht eine Pistole auf die Brust und sagt, ja, irgendwie, du musst jetzt Zeug irgendwie, sondern es ist ein Geschenk, es ist ein Angebot, es ist eine Einladung. Und das kann sich ungewohnt und eigenartig anfühlen, da neu einzusteigen. Aber vielleicht ist das genau die Chance und genau das Geschenk, das an diesen Weihnachten auf dich wartet. Fürchte dich nicht.